Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, ja, mit schon wieder einem Odin war shoppen, aber das ist jetzt ein ganz ungeplantes Odin war shoppen, weil wir wollten eigentlich an die einkaufen gehen, aber wir waren halt bei einem Arzt von meiner Tochter, was klären, und dann haben wir gedacht, ja, das ist halt Träumbritzen, und dann haben wir gedacht, na, fahren wir mal nach Linde rüber, da ist Aldi, Restpostenverkauf, vielleicht haben wir ja was. Vielleicht haben wir ja Glück. Ist wohl schon seit 26. 26. bis zum 28. jetzt, wa? Na, bis jetzt Samstag. Bis Samstag. Bis 1. Und dann haben wir gedacht, na, och Mensch, schon wieder ein rotes Schild. Haben wir schon von Weitem gesehen an der Seite von Aldi. Und dann haben wir gedacht, na, den gehen wir doch mal rein. Bevor wir Aldi machen, ich habe hier auch noch, weil der Laserpointer weg war, und da habe ich mir jetzt ihn geholt, nicht für 3 Euro noch was, sondern für 6 Euro. Weil den ich hatte, hat 3 Euro gekostet. Und der hier 6 Euro, weil da brauche ich aber keinen Monat warten, bis er da ist, weil meiner weg war. Und dann war er dann doch wieder da. Jetzt habe ich halt 2. Der Gute bei dem, ich habe jetzt 2 verschiedene. So. Der sieht im Prinzip fast genauso aus wie der andere. Aber. Ach, das ist doch wieder. Wartet mal. Das kann man aufschrauben. Aber beschissen gemacht. Also man hat hier wirklich nur so ein kleines zum Festhalten. Das ist echt scheiße. Ne, die großen kommen da nicht rein. Die kleinen kommen da rein. Macht man denn hier Batterie rein? Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rum. Oh Gott. Ja. Ich hab's mit dem Gewinde immer so. Das ist so, Rindschrauben ist immer, Zuschrauben ist nicht so meins. Und ich habe es verkehrt rum. Und mein anderer Laserpointer, der hat einen Akku eingebaut. Und den kann man mit USB ganz einfach aufladen. Und dann habe ich gedacht, naja, hier jetzt mal so in. So. So ist aus. Der ist von der Bedienung ein bisschen anders. Den finde ich jetzt von der Bedienung ein bisschen einfacher. Hier ist zurück, Laserpointer. So. Und einmal vor aus. Nochmal vor normales Licht. Und das war's. Also der hat jetzt hier nicht dieses blaue Licht. Der hat halt nur normal und nicht dieses Ultraviolette. Aber hier seht mal, der leuchtet hier grün. Und hier. Ach, Mausi jetzt schon wieder ab auf den Laserpointer. Wartet mal, ich muss mal wieder. So. Oh. Damit sie nicht mitkriegt, dass ich das bin. Na komm, hier runter, los, hier. Mausi, da. Ach. So. Zack. Guck doch hin, hier hoch, zack, und jetzt ist er raus aus Fenster geflogen, der Punkt. So, so gehen sie uns nicht auf den Sack, der Punkt fliegt immer magisch aus Fenster. Ich glaube, ich stelle ihn immer bis zum Fenster, dass sie das sehen, dass er Richtung Fenster und dann mal aus und ist er aus dem Fenster geflogen. Weil wenn ich es nicht mache, wenn ich hier an der Wand oder auf dem Fußboden, dann stehen die stundenlang um diese Stelle rum und gucken. Hier war er, kommt er jetzt wieder? Kommt er jetzt wieder, dann gucken sie sich um und so ist er aus Fenster geflogen und dann warten sie halt, dass er wiederkommt. Steht zwar auch am Fenster, aber nicht so lange, als wenn der hier irgendwo einfach an der Wand oder am Stuhl oder auf dem Fußboden aufhört. So, aber nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Jetzt packen wir hier ein bisschen was aus. Oh Gott. Uiuiuiuiui. Dann kann ich nämlich die Tüte gleich nehmen. Um das. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4 Tüten. Und ein bisschen. So. Da haben wir einmal geholt. Also zwei. Wir haben insgesamt 4 Schlafsäcke geholt für Kinder. Aber da mussten wir zuschlagen. Für 2 Euro, oder? 2 Euro ein Schlafsack.
Und Schlafsäcke, oh, der ist schön flauschig, Hase. Und Schlafsäcke kann man nie genug haben. Da haben wir jetzt einmal hier so einen großen. So, seht ihr das? Der ist halt die Größe 90 und ganz flauschig von außen. Fass mal an, Hase. Der ist nicht so wie die anderen, die wir haben, so glatt. Der ist ganz flauschig. Und den haben wir halt in der Größe 90 und in der Größe 70. Ich pack den gleich jetzt mit euch hier auch aus, weil die kommen dann nachher sowieso gleich in eine Wäsche. Hier ist die Größe 70. Und wir haben gedacht, naja, da sind auch so Wolken drauf. Ja, und seht ihr das? Wir haben uns gedacht, naja, kann man nie genug haben. Weil wenn sie ihn bekotzt, bekackt oder sonst irgendwas dergleichen, dann hast du halt welche auf Reserve. So, dann haben wir hier so einen rosanen, weil wir kriegen ja ein Mädchen. Jungs machen Jungs, Männer machen Mädchen. So, welche haben wir hier? Das ist jetzt die 70. Und das ist rosa mit Sternchen, aber halt kurzärmlich. Kriegt ja unten drunter sowieso ein Body oder so. Und langärmlich haben wir auch, was haben wir da, Hase? Wie viele Langärmel haben wir? Zwei, drei? Weißt du, ohne hier aus dem Kopf war. Ich muss mal die noch rausholen. Holt euch lieber am besten einen Kaffee. Macht Pause, holt euch einen Kaffee. Geht noch ein bisschen. Für Weihnachten habe ich auch noch was gekauft. Also auch jetzt hier mit bei. Und bei Otto, bei Amazon kaufe ich morgen, wenn ich mein Geld kriege, auch nochmal was ein. So, hier dann nochmal in rosa und, ach, der ist riesig in 90, Hase. Da passt die doch ewig lang nicht rein. Muss auch ein bisschen Platz für die Füße sein. Ja, aber guck mal, da hast du ja mehr Platz. Also hier oben sind die Arme, da hast du den Körper, hast du Beine. Das kann ja bis die 2 Jahre das anziehen. So, den lasse ich jetzt verpackt. Der wird ja nicht gewaschen. Da haben wir so einen Stuhlbären geholt. Also ich habe den geholt für meine Tochter. Den schenke ich ihr zu Weihnachten. Den kann man so auf den Stuhl stellen, setzen. Und dann hatten sie davon, was hatten sie? Ein Frosch, ein Panda und Giraffe. Die sahen aber alle komisch aus. Alle irgendwie und Marienchenkäfer. Sahen komisch missgestaltet aus und irgendwie haben die gruselig geguckt und der Bär, der grinst hier, den lasse ich ohne verpackt, den kriegt meine Tochter denn von mir zu Weihnachten. 1 Euro. Den haben sie runtergesetzt, was hat der kostet eigentlich? 15 Euro, wa? Und den haben für 1 Euro gekriegt. Dann haben wir hier so eine Box geholt, 2 Stück, für das Kinderzimmer in rosa. 3 Euro. Für 3 Euro, was sollte ursprünglich? Weiß ich nicht. So mit so Mädchen drauf, die tanzen, ja, weil wir sind da total genderkonform. Die kriegt rosa, solange ich sage, dass sie rosa kriegt. Die wird erzogen wie ein Mädchen und nicht wie, du kannst sein, was du willst. 30 mal 30 mal 30. Hatten sie auch hier noch mit Wald, mit irgendwelchen Tieren drauf. Das Grüne, aber das hatten wir nicht mehr gefunden, das gab es nicht mehr. Und das haben wir halt 2-mal geholt, da kann man dann halt irgendwie schöne Sachen, kann man ein bisschen Spielzeug reinräumen oder was weiß ich. Und das kommt eigentlich, denke ich mal, ganz gut. So. Und drauf sitzen kann man, na gut, ich nicht, aber du schon. Aber sie kann drauf sitzen, ja. So. Dann haben wir Badematten geholt. Für die Badewanne. So. Aber die sind viereckig, Hasi. Kann man zerschneiden. Duschmatte. Ja. Schatzi sagt, kann man zerschneiden. So. Die haben 1,50 gekostet. Einmal für Schatzi durchsichtig. 2 Euro, okay. Und ich habe gedacht, ja, ich habe eine weiße Wanne und durchsichtig. Da hatten sie noch weiß. Ich habe mir natürlich schwarz geholt. Sieht aus wie, als wenn ich eine Wanne bade, als wenn da unten Kiesel drin sind. Die sind auch so, ein paar sind glatt, ein paar sind rau. Jo, das ist meins. Das räume ich mal am besten hier hinten hin. So. Dann hat Schatzi sich einen Teppich geholt, den packe ich jetzt mal nicht aus. 8 Euro. Weißt du den Originalpreis? Also nicht das, was jetzt reduziert gekostet hat. Ein Sisal-Teppich. Ein was? Ein Sisal-Teppich. Was sagt mir das jetzt? Das ist halt
1,30 lang. 1,30 lang. Keine Ahnung, was Sisal ist, aber okay. Dann. Hoppala, Tüte schon kaputt, Jan. Das ist jetzt mal nicht von Aldi, das sind jetzt Gipsbinden. Hier noch mehr und hier auch noch mal. Wir wollen nämlich dann noch, wir haben schon einen Gipsabdruck vom Bauch gemacht und wir wollen noch zwei machen. So. Mit von Netto Frischhaltefolie, da will sie rumwickeln, weil mit Vaseline und Öl, das war ihr nichts. Das ist irgendwie doof beim Abmachen oder so. Warum ist es doof beim Abmachen? Das ist wie Pflaster abziehen. Zu mir sagst du immer noch, oh, die geht schon, das ist ja nur Pflaster. Wenn ich ein Pflaster abziehen muss. Ja, ne, wer schön sein will und Erinnerungen haben, wir muss leiden. So. Ich habe mir dann noch geholt. In Closes. Everything okay. Jo. Das hat nämlich mit geräuschloser Absenkautomatik. Ist vielleicht besser für meine Tochter, habe ich gedacht. Dann knallt das Ding nicht immer, weil meine hat jetzt keine Absenkautomatik. Da ist ja Sand und so drin. Den hebe ich dann auf. Falls der hier kaputt gehen sehen sollte, habe ich dann immer noch ihn auf Reserve. Und ja, der geht dann immer von alleine runter. Also muss man anstupsen und dann muss man da nicht... Kostet normalerweise 30, 40 Euro. Was haben wir? 9. Wir haben 9 Euro bezahlt. Ach du Scheiße, das war ja auch noch. So. Da brauche ich jetzt nur eins auspacken. Das ist ein Kissen. Und das mal. So, da seht ihr das. In Silber. Davon hat meine Frau sich zwei geholt. Und ja, ich weiß zwar nicht wofür, aber Weihnachtsbaumschmuck, kleine. Geschenk, Mensch. Ach, die sind für Geschenk? Ich dachte, die sind für einen Baum oder so. Du meinst du nicht, dass sie da kaputt... Ne, okay. Sie will sie für die Schenke haben, dass man das da dekorieren kann. Dann kann ich ja auch ein paar davon haben, wa? Was? Kissen kosten 3 Euro. Kissen kosten 3 Euro. Und was, das Ding hat 4 Euro gekostet, das kleine Zeug da. Ist echtes Glas, ne. Das würde ich aber dann für einen kleinen Weihnachtsbaum nehmen oder so, aber nicht für jetzt Geschenke. Aber okay. Wenn du das möchtest, mein Engelchen. So. Und schon haben wir zwei Tüten geschafft. Ich muss hier gucken, dass ich das hier irgendwie so rumkriege. So. Dann fange ich erstmal mit der Tüte an. Haben wir geholt 60x60 10 Stück Wickelunterlagen. 95 Cent haben wir einmal, zweimal, dreimal, viermal. Weil, nur viermal, weil Frauchen sagt, die weiß nicht, wo sie das hinstellen soll, wenn es zu viel ist. Und wir haben ja schon ein paar, wa? Wie viel haben wir denn schon? 10 Pakete schon? Also sie sagt, wir haben schon so 10 Pakete. So, dann hat sie sich hier so einen Spiegel geholt. Wofür ist der? Zum Dekospiegel. Einfach zum Deko irgendwo hinstellen oder was? Man stellt sich einen Spiegel als Deko irgendwo hin? Echt jetzt? Okay, ich bin Mann, ich verstehe es nicht. Badezimmer als Rückspiegel oder irgendwas. Ach hier, die Ketten sind mit bei. Und Bilderrahmen. Zwei Stück sind da, glaube ich. Zweier-Set steht auch hinten drauf. Mit Ketten. So. Dann kann ich das hier mal. Der Bilderrahmen hat 2,50 gekostet. Und der Spiegel? Ja. Fliegengitter hat meine Frau noch geholt. Zweimal, weiß, mit Kinderzimmer und, keine Ahnung, irgendein anderes Zimmer. Ich habe ja auch noch Fliegengitter. Dann können wir bei ihr die Wohnung da auch fliegen, sicher machen. Vor allen Dingen vor Motten sicher. Meine Frau hat höllische Angst vor Motten. 80 Cent.
80 Cent für Fliegengitter. Und sobald es bei Lidl nächstes Jahr dann die Fliegengitter wieder gibt für den Balkon, da hole ich mir wieder die für den Balkon, gleich mehrere, dass ich das halt schön überlappend machen kann. Da komme ich immer ganz gut mit. Und dann holen wir das für Frauchen auch gleich. Achso, hier, die fehlen noch. Genau, da hat sie hier noch. Wie viel? 4,50 hat der Spiegel gekostet. Hat sie hier geholt. Schuletiketten. Also, Juna, Tochter ist noch nicht mal da. Aber wir haben Schuletiketten. Außer, nee, wie, Frauchen hat ja auch gesagt, wir können sie für Brotbüchse oder so für ein Hort nehmen. Oh, hier ist ein Horn mit bei. Einhorn. Kindergarten. Einhorn ist auch mit bei. 50 Cent. 50 Cent. Echt jetzt? Ja. Boah, da hätte ich mir mal auch ein Ding holen sollen für Josie. Ich hab dich gefragt. Ja, ich weiß. Vier Bögen sind auch da drin. Ja, na, da habe ich dann halt mal nicht zugeschlagen. So. Wir sind noch, eine Tüte haben wir noch. Ach du Scheiße. Ah. So, ich packe erstmal aus. Weil hier ist auch wieder was für Frau, für Tochter und so mit drin. Puh, die Kerze stinkt. So, hier fehlt noch was. Also Frauchen, wenn wir da irgendwo sind, bei Aldi beim Restposten oder wenn da irgendwie runtergesetzt ist, ich weiß nicht, ob das typisch weibliches Verhalten ist oder so, dann muss überall geguckt werden, dit, und dann wandert auch mal ganz viel in den Korb. Obwohl sie gesagt hat, wir haben alles. So. Für die Katzen habe ich auch was geholt. So. Dann lasse ich das hier gleich mal offen, dann kann ich das nämlich hier gleich reinräumen. Fange ich erstmal mit den Kerzen an. Da hat sie sich hier so Deko-Kerzen geholt. 1,50 das Stück, weiß und silber. Willst du die auch mal anmachen oder einfach nur Deko? Aber willst du die auch anmachen? Bestimmt irgendwann, okay. So, dann hat sie sich noch eine Kerze geholt. Boah, die riecht extrem vanillig oder Lavendel irgendwie, keine Ahnung. Steht das hier drauf? Wilde Orchidee. Ja. Riecht so extrem, dass man Kopfschmerzen kriegt, aber okay. 2,20. Und die kleinen Kerzen? 1,50. Dann hier so ein Notizblock, wo man 70 Cent, mit Block halt alles schon drin. Und dann nochmal Nachfüllpack für 50 Cent. Dann kann ich hier auch gleich schon mal auspacken, wa? Die Socken. Haben wir Socken für unsere Tochter geholt? 50 Cent das Stück, also das Paar. Da sind zwei mit drin. Also einmal so hier. Mit einem Kanickel und mit Noppen. Und dann gestreift auch mit Noppen. Dann haben wir eine Strumpfhose gekauft. Auch mit dem Kanickel. Was haben wir dafür bezahlt? Auch für 50 Cent. So, dann hat Frauchen sich Briefumschläge geholt. Für 25 Cent. Wie viele sind da drin? Da sind 60 Stück drin. Hatten sie mit Fenster, ohne Fenster und kleine hatten sie auch. Hier dann nochmal Notizzettel in Herzform und in Blumenform. Auch für 50 Cent. Dann Korrekturrollen. Auch für 50 Cent, oder? Warte. 1,10. Sind drei Stück drin. Dann eine lila Taschenlampe zum Anhängen. Die kann man dann in eine Garderobe anhängen, wenn mal Stromausfall sein sollte. Mit drei Batterien drin. Aber warum? Achso, sind dreimal die gleichen. Die sahen aber eben verschieden groß aus. 1,50. Die gibt es halt auch in Silber, Blau. Und mehr Farben hatten sie da heute eigentlich nicht. Dann für Geburtstag, für die Torte, Kerzen in Marienkäferoptik. Ach, hier sind nochmal Socken, seht ihr?
Wusste doch, wir haben noch mehr Socken geholt. Also die Kerzen haben 1,35 gekostet. Die Kerzen haben 1,35 gekostet, sagt meine Frau gerade. So. Und dann haben wir hier nochmal mit einem Panda und Streifen und Noppen. Und hier haben wir, die sind auch ganz süß, grau mit weißen Punkten und Noppen. Socken kann man hier noch dran, sagt meine Frau. Und da hat sie auch vollkommen recht. Da hat sie sich schon wieder eine Uhr gekauft. Eine Funkuhr sogar. Ich weiß nicht, wo sie die jetzt schon wieder hinhaben will. Die hat eigentlich in jedem Raum Uhr. Dann kommt die ins Badezimmer und dann kriege ich meinen Wecker wieder. Die kann bei mir ins Badezimmer. Aber ich mag so eine Uhr nicht. Ich will mit digital. Hat 2,50 gekostet. Ja, lass uns mal draußen mal gucken und überlegen wir uns. So, dann hat sie sich noch geholt. Was soll denn das sein? Nachfüllpack? Nachfüllminen, ja. Achso. So, dann hat sie Stifte und Nachfüllminen geholt. Also die Stifte haben 60 Cent gekostet. Und die Nachfülldinger 2,80 Euro. Ja. Steht nämlich drauf. Ja. Ich habe dann für meine Tochter ein 6er Set Waschlappen gekauft. Für meine große Tochter. Da sind 3 graue, 3 weiße mit drin. Für 1,50. Dann habe ich für mich geholt, beziehungsweise für uns, für das Auto, ein Eiskratzer und ja. Gleichzeitig sind hier so Lappen mit bei. Da kann man auch die Scheibe sauber machen, dass man da halt überall rankommt. Hier vorne bei dem Bild sieht man es. 1,50, weil das Armaturenbrett ja so breit ist. Dafür ist das gedacht. Dann habe ich 2 Blöcke geholt. Einmal für Tochter zum Schreiben, einmal für mich, wenn wir Einkaufszettel schreiben oder irgendwas dergleichen. 50 Cent der Block. Dann habe ich für meine Katzen eine Spielmatte und eine Kratzmatte geholt. Also erstmal dieses hier. So. Ach, da sind so ja 2 drin? Nee. Wieso sollte man die denn so machen? Also da kann man hier kratzen. Und hier ist auch nochmal Klettband dran. Kann man das irgendwo rankletten? Oder da sind jeweils 2 hier drin. Vielleicht kann man. Ach so, das ist bestimmt. Ach so, auf dem Teppich, dass es nicht verrutscht. Man kann aber auch sowas machen. So. Und da haben sie eine Höhle. Und hier sind Bommeln dran. Ne? Mietz! Mausi, guck mal. Hat der Papa für euch gekauft. Oh. Mausi passt da durch. Tigger passt da nicht durch. Vielleicht ist es auch mit Katzenminze eingeschmiert. Das weiß ich nicht. Ach, Tiger kommt auch schon. Tiger rafft, dass es was gibt. Ja, da guckst du nicht schlecht, wa, Mausi? Kann ich auch eine Couch vielleicht dran machen? Vielleicht hätte Klett auch eine Couch an der Seite. So, und dann habe ich noch geholt. Mausi, regt dich nicht so auf. Wenn die sie aufregt, dann niest die immer so. Dann habe ich noch was geholt. 1,50. Und die auch? Die hat 4 Euro gekostet. Oh, da hätte ich es aber nicht gekauft für so viel Geld. Ich habe gedacht, die waren alle der gleiche Preis. Dann habe ich noch eine Spiel- und Katzenmatte geholt. So. Dann haben wir hier noch was. Hier unten halt so ein bisschen Rutschschutz. Dann haben wir auf einer Seite haben wir hier oben Mäuse so dran. Da ist auch, wenn man hier rüber fest. Ja, da haben wir sowas. Hier unten auch, da. Hier hat sie was zum Kratzen. Hier hängt ein Ball dran. Mit Glocke. Und hier. Hört das? Flau. So. Mausi! Mietz! Mietz, 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 Mietz! So, und jetzt mal gucken, ob sie das annehmen. Oh, und das war's. Wir sind schon durch. Bei Amazon kaufe ich jetzt noch mal einen. Also ich, wie gesagt, ich müsste morgen oder übermorgen mein Geld kriegen. Ach, hier ist das abgebildet. Das kannst du auf irgendwelche Rollen rummachen.
schon Kratzbaum. Um Kratzbaum, genau. Das ist, oh gut, oh, da hätte ich mir mal zwei kaufen sollen. Vielleicht müssen wir lesen, bevor. Ja, ich habe nur die Matte gesehen und habe da nicht gelesen. Kannst du so um den Kratzbaum rummachen? Und bei mir haben sie die eine Hälfte vom Kratzbaum schon ganz schön runtergerädert. Da kann ich die Dinger eigentlich hier im Wohnzimmer unten rummachen. Und im Schlafzimmer, wo sie es auch abgenuddelt haben. Ich habe in den Bädenräumen einen großen Kratzbaum. Da auch noch immer so rumwickeln. Und dann haben sie da Freude dran. Das ist ja gut. Also definitiv kein Fehlkauf. Aber die Matte, die andere Matte fand ich jetzt echt ein bisschen teuer. Die habe ich gedacht, nicht, habe ich nicht gedacht, dass die so teuer ist. Weil da war bedet ein Schild dran, 1,50 Euro. Und da stand da Katzenmatte, Schrägstrich Spielzeug. Und da war das einzige Katzenzeug, die Bärensachen, die sie da hatten. Andere war alles für Hunde. Ja, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Wie sagt Amazon, werde ich noch mal was bestellen für meine kleine Tochter. In der Art, das, was meine Frau auch in etwa zu Weihnachten bekommt. Werdet da sehen. Für meine Frau muss ich noch mal was holen. Da kommt noch mal was, wenn ich mein Geld gekriegt habe. Weil ein Teil vom Geschenk ist ja da, aber da fehlt ja noch was. Ja, und dann würde ich sagen, ja, dann sind wir durch, würde ich sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin. Nochmal ein kleiner Nachtrag zu der Matte. Also da ist definitiv Katzenminze drin. In der Kleen. Also in, hier ist das, was man um den Baum rum machen kann. Und da hat Tigger gerade eine Bommel und dreht sich wie ein Bescheuerter. So, müsst ihr da jetzt was sehen. Gleich jetzt wieder los. Also die scheint ihm schon mal zu gefallen. Mausi steht denn ein Stück weiter, seht ihr ja. Eigentlich mag er so Bälle mit Glocken gar nicht. Ja, feines Tigerbaby. Der guckt schon wieder ganz high. Der hat immer auch Probleme, wenn er sich sauber macht. Er schafft es halt nicht. Also der rollt sich dann sowieso immer hin und her, weil er halt nicht der Schlankste ist. Ja, das macht Geräusche. Das ist doof da oben. Ich habe ja auch einen Katzenminzefisch schon geholt. Habe ich ja im letzten Video schon mal gezeigt. Und da ist es auch so wie bei dem Weißen, dass es so ein bisschen raschelt. Das mag er nicht so. Ach, jetzt ist er da an dem... Ach, jetzt reibt er sich, Hase. Ist da auch Katzenminze dran? Also bei dem Ball ist definitiv Katzenminze dran, sonst würde Tiger nicht so abgehen. Und bei der Matte auch. Also ich denke mal, das ganze Ding ist mit Katzenminze. Irgendwie. Weil sonst würde er nicht so machen. Ja, versucht er da reinzubeißen. Also definitiv kein Fehlkauf, wie ihr seht. Mein Kater ist high und glücklich. Ja. Jetzt überlegt er, wie er der wollte runter unter die Matte. Ja. Ach, jetzt hat er das andere entdeckt. Ach Gott, jetzt versucht er da durchzukommen. Ja. Also definitiv kein Fehlkauf, aber am meisten geht er ab, wie ihr seht, bei der Decke. Das andere werde ich dann noch testen, das werde ich mal um den Kratzbaum rummachen. So, das soll es jetzt auch für den Nachtrag gewesen sein. Jetzt verabschiede ich mich wirklich. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.